Freifunk, was das ist und wie du an diesem freien Netz teilhaben kannst, das erfährst du hier. Ich bin Little Ben, willkommen zu einem neuen Video. Wir alle haben sie, Handy, Tablet, Laptop oder Computer. Doch damit wir mit ihnen das machen können, was wir so lieben, brauchen wir eine Datenanbindung. Zu Hause ist das ja oft gar kein Problem, aber unterwegs haben wir oft nur die teure Mobilfunkanbindung. Viel zu schnell ist da unser Datenvolumen aufgebraucht oder wir sind mal wieder hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen, wo es so gar keinen Handyempfang gibt. Hier kommt Freifunk ins Spiel. Freifunk ist ein freies WLAN-Netzwerk, mit dem du dich einfach verbinden kannst, ohne Passwort und ohne sonstigen Anmeldeschnickschnack. Doch wo kommt Freifunk her? Freifunk kommt aus diesem Kasten, den Herr Zwerg einfach an sein Internet angeschlossen hat. Der Freifunkverkehr geht dann gar nicht durch das Zwergennetz, sondern durch einen Tunnel zu unseren Freifunkservern und von dort ins Internet. Freifunk ist aber mehr als nur freies Internet. Mit Freifunk kannst du alle möglichen Dienste ins Freifunknetz stellen. Du kannst einen Webserver betreiben, einen E-Mail-Server, einen File-Server, ADSB Flight Tracking machen. Du kannst einen Raspberry Pi ins Netz hängen oder eine SIP-Telefonieanlage betreiben. Deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Klar kannst du das auch alles im Internet machen, aber Freifunk hat einen entscheidenden Vorteil. Wenn dein Internetanbieter mal wieder keinen Bock auf Internet hat und du tagelang keinen Internetanschluss hast, dann hat vielleicht dein Nachbar auch einen Freifunkrouter und diese beiden Router kommunizieren miteinander und du hast Internet. Klasse Sache. Das nennen wir Mesh. Freifunk ist keine deutschlandweit hierarchische Struktur, sondern wir sind untergliedert in einzelne eigenständige Communities. Ich bin Teil von Freifunk Westpfalz. Wir haben uns im Sommer 2014 zusammengesetzt und haben Firmware gemacht, die Infrastruktur hinten dran, also Server, Gateways aufgesetzt, damit ein Netz funktionieren kann. Von anfänglich um die 30 Gründungsmitglieder sind wir jetzt bei um die 700 Knoten, die im Netz vorhanden sind, in der Westpfalz. In jeder Community sind Menschen wie du und ich, die Bock auf Freifunk, die Bock auf ein freies Netz haben, sich zusammensetzen, Netzstrukturen lernen wollen oder einfach Netz für andere zur Verfügung stellen wollen. Aber warum das Ganze? Warum nicht einfach dein WLAN aufmachen und alle möglichen Leute surfen lassen? Nun, du willst dein eigenes Netz schützen. Du willst nicht, dass Leute auf dein Tablet zugreifen, auf deinen Drucker irgendwelche Sachen ausdrucken, die dann bei dir im Wohnzimmer rauskommen. Du willst nicht, dass sie dein Smart-Telefon, dein Smart-Fernseher, dein Smart-Kühlschrank, dein Smart-Bügeleisen, keine Ahnung, was es da noch gibt, benutzen. Es geht um Sicherheit in deinem eigenen Hausnetzwerk. Ein weiterer Grund war bisher die Störerhaftung. Sie regelt, wer dafür haftet, wenn irgendjemand Fremdes in deinem Netz dummes Zeug im Internet macht. Da hat die Regierung inzwischen Veränderungen vorgenommen, aber wie sich das alles so auswirkt, ich kann's und will's eigentlich auch nicht persönlich abschätzen. Mit Freifunk bist du da auf einer sicheren Schiene. Durch diese Umleitung, die ich vorhin angesprochen habe, kommt der Netzwerkverkehr eigentlich gar nicht an deinem Anschluss in Erscheinung. Jetzt habe ich viel erzählt und dir brummt vielleicht der Schädel. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Was denkst du über Freifunk? Hast du mit Freifunk schon mal Erfahrungen gemacht? Oder hast du irgendwelche Anmerkungen, Fragen, Kritikpunkte? Dann schreib sie hier unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Außerdem gibt es hier unten den Abonnieren-Knopf mit dem Glöckchen. Drück da drauf. Dann wirst du immer benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Auf diesem Kanal wird es zukünftig Videos geben zu Freifunk, zu WLAN, zu Amateurfunk und zu Sachen, mit denen ich mich sonst noch beschäftige. Also, wir sehen uns im nächsten Video.